Flitzer Flitzer ist der absolute Top-Favorit hier auf den Sieg in dieser Klasse. Die Startnummer 302, Hannes Lavan auf der Außenbahn hält dagegen. Es geht los, Strecke ist freigegeben und die 10. Flitzer Flitzer werden erst einmal abgedrängt. Da schieben alle nach innen und jetzt provoziert er davon, dass er einen kleinen Moment gewartet hat. Stark gefahren vom Mann von den 10. Flitzer Flitzern. Da hält er sich ein bisschen geschickt aus dieser Karambolage heraus und dann zieht er innen in die Kurve rein und kommt als erster raus dort aus der freien Klassekurve. Das war wieder ganz großes Kino hier von den 10. Winzer Flitzern von Rocky. Starke Ware, er übernimmt die Führung. In der Startaufstellung ein bisschen schlecht weggekommen, dann schob das ganze Feld nach innen und sie haben sich gegeneinander behindert. Und er zieht einfach ganz innen durch die Lücke durch und übernimmt die Führung. Und jetzt hat er 3-4 Fahrzeuge den Vorsprung schon herausgefahren. Das Ding wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Da hat er beim Start im Grunde genommen das Rennen schon für sich entschieden. Das war richtig, richtig gut gemacht. Die Startnummer 628 auf Platz 1 unterwegs, die 1641 auf der 2, die 302 auf der 3. Und es geht munter weiter hier in der PS-Hülle von Basewohl. Die Trabant Originalklasse ist unterwegs. Wer kann hier das Ding für sich entscheiden? Es sind natürlich die 10. Winzer Flitzer. Es ist natürlich Rocky mit der Startnummer 628. Rockmann hat die Nase vorn, die rote Rosterbüchse. Greifen jetzt noch einmal an und versuchen hier noch ein Fahrzeug zur Seite zu schieben. Das gelingt ihnen aber noch nicht wirklich. Es ist der absolute Wahnsinn, was hier wieder abgeht in der PS-Hülle von Basewohl. Die Zielflagge geht hoch, die 10. Winzer Flitzer gewinnen souverän auf der zweiten Position. Die Wolde Forsterbüchse, Mann ist das stark gemacht. Auf der 3 die 689 und auf der 4 die 641 mit einem Dreher über die Ziellinie. Und dann kommen die Rentiere Staffelhagen. Auf der 5 die Wolde Forsterbüchse holt sich ca. 2 Meter vor dem Ziel noch den zweiten Platz hier in diesem Lauf. Aber der Sieg geht erneut an die 10. Winzer Flitzer. So, zweiter Lauf. Thomas Becker ist dabei.